Ich bin in Sasau und zwar haben wir die Problematik mit der Pest in Meroyet. Ich spreche es wahrscheinlich schon wieder falsch aus, ne? Und bevor ich jetzt zum Kloster gehe, um Hilfe zu bitten, nachzufragen, brauchen ein Heilmittel, auserbeten, würde ich einmal vor zu dem Gemeindepfarrer gehen, wo auch immer der Eingang ist, weil ich ja zusätzlich noch ein Testament überbringen muss für einen Dorfbewohner. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Kloster. Ah, geht da rüber. Häng fest, so kann. Dann über den Kackerhaufen. Ich muss ja einmal kurz außen rum, um herauszufinden, wie ich. Da, das ist der Eingang. Okay. Genau. Und wie immer regnet es natürlich. Ich finde das immer so schön, wenn ich unterwegs bin und es regnet. Egal in welchem Game. Das freut mich. Das muss so. Wenn es nicht regnet, bin ich irritiert. Ich fühle mich hier mit den Eingängen ein bisschen verarscht. Wo ist denn der Pfarrer? Ist er jetzt nicht hier? Ich dachte theoretisch irgendwo soll er hier sein. Ach, ich komplett übersehen. Pater Fabian. Pater, Vinzenz aus Meroyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Meroyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja. Noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Hätte ich nicht gedacht, ich krieg dafür Geld. 175 Groschen. Was? Ich hätte jetzt auch sagen können, wollte ich nicht. Ich suche seinen Sohn, den er ja quasi enterbt hat. Ich mir denke, nee. Ich glaube, man hätte es bestimmt jetzt auch noch anders deichseln können. Das wollte ich aber garantiert nicht machen. Ich meine, das ist sein gutes Recht, es jetzt so zu regeln, wie er das gerne möchte. Ich bin hier einmal komplett blöd gelatscht übrigens. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht so gemacht. Da ist mein Ferdi. Einmal noch zum Kloster, zu Johanka und sie einmal bitten, ob sie uns helfen kann. Ich hatte ja jetzt alle Symptome mir schon notiert. Ja. Wir haben so ein krasses Gedächtnis, wir müssen das nicht aufschreiben. Fragen wir da mal nach, ob die uns helfen können. Das klingt jetzt als irgendwie alles, ne? Stopp, eins weiter. Kenne ich mich noch hier, glaube ich, aus, dass ich auch an dem Badehaus vorbei muss. Ja. Genau, aber zum Kloster. Wenn ich Glück habe, ist es noch nicht dunkel. Johanka schläft noch nicht. Dann kann ich direkt mit dir reden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Es ist die Pest. Eigentlich haben wir so gut wie gar keine Zeit. Null. Ja. Aber ich möchte es relativ fix machen, weil ich weiß nicht, wie ich die Hauptquest dann weitermachen soll, wenn der Gefangene tot ist. Dann hätte ich da vielleicht ein Problem, um es mal gelinde gesagt zu benennen. Ja. Ganz sachte auszusprechen. So. Johanka ist ja eigentlich bei den kranken Leuten. So. Direkt mal klären. Ah, perfekt. Hi. Stopp. Stopp. Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Was? Was habe ich denn gemacht? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Meroyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Meroyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier.
Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Jupp. Alles klar, ich werde ihn suchen. Den habe ich, glaube ich, auch. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Ich glaube, den hatte ich auch schon gesehen gehabt. Kann ich eigentlich... Ah, ich kann nicht nochmal mit dir reden. Ja, oder? Ah, nee. Der ist hier im Nachbarzimmer wahrscheinlich wieder an seinem Alchemietisch. Oder Nikodemus reden? Ne? Nikodemus. Da. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Mhm. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Faszinierend? Krankheiten sind immer faszinierend, wenn man sie selber nicht hat, ne? Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Nee, das Ganze würde ich nicht sagen. Also da liefen ja ein paar rum und mit ein paar konnte ich ja noch reden, ohne dass sie direkt zusammenbrechen. Die Hälfte, das weiß ich nicht, aber das ganze Dorf ist es nicht, ne? Nein, zumindest noch nicht. Mehrere ja. Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Meerhuyet, hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Die waren alle, die lagen alle rum, ne? Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Ja. Höchst faszinierend. Faszinierend. Entschuldige, ich wollte sagen ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Gerade so, nur ein bisschen. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. War sein Buch nicht direkt neben ihm? Das hört sich immer so an, als ob wir sonst wohin gehen, um Sachen zu lesen, ne? Irgendwie so kommt es mir auf jeden Fall vor. Irgendwie spürt man nicht gerade rum, kann das sein? Naja, egal. Vielleicht ich werde dem Ding ein bisschen immer anders aus oder so. Keine Ahnung, aber egal. Ja. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Ich weiß nicht. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Die Beschreibung möchte ich haben. Kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern. Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Alles Gute. Also kriege ich das, was auf Tschechisch übersetzt ist. Okay, gut zu wissen. Na, dann machen wir das doch mal. Aber es ist, also die Beschreibung für... Ah. Mal kurz das Kabel, das stimmt nicht per se ein bisschen, aber ich habe sonst gleich hier einen Ton. Heute sind hier aber auch Probleme, sage ich euch. Die Beschreibung für den Verdauungstrakt, Kloster ohne Bücher, die hätte ich gerne in der Schule. Naja, was denn? So, das haben wir schon mal durchgeguckt. Bei irgendeiner anderen Quest, ne? Ich würde jetzt einfach mal kurz screenen, was hier so gibt. Ja, also hier ist irgendwie allgemein, ne? Diphtherie, kennen wir alle. Tiere können nicht an Diphtherie erkennen. Hier, Pest. Pest würde ich nochmal vorlesen, schließlich sind sie ja der Meinung, Pest ist es, ne? Dann gucken wir mal. Die Pest, verursacht von Unregelmäßigkeit der schwarzen Galle, zeigt sich mit vielerlei Symptomen. Dazu gehören ein unschippbarer Durst sowie Unwohlsein, meist begleitet von spastischem Husten und manches Mal sogar Durchfall, wodurch sich der Körper der überflüssigen schwarzen Galle zu entledigen versucht.
Nach einigen Tagen tauchen am Körper Pusteln auf, meist am Hals und unter dem Kiefer, in den Achselhöhlen und am Unterleib. Später zeigen sich schwarze Flecken an Fingern, Nase, Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, an denen sich schwarze Galle festsetzt. Die Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen, wenngleich manche verschont bleiben. Kleinere Tiere leiden nicht an der Pest, doch größere können sich anstecken. An sich passt es, aber wir haben keinen Hinweis bekommen für die Hautsymptome. Ne? Also wenn der, das hätten die ja wohl gesehen. Also wenn da jemand Flecken bekommt, das hätten die gesehen. Und es ist ja auf jeden Fall schon ein paar Leute gestorben. Auf jeden Fall einer ist gestorben. Ich habe da jemand verbuddelt. Ne? Dann würde ich jetzt, da hätte man das gesehen. Das fehlt und Fieber. Irgendwie haben gefühlt alle Fieber. Das passt hier nicht, ne? Aber große Tiere, also die Pferde, das würde... Aber es passt nicht. Wie gesagt, bei Pest, das wäre aufgefallen. Was gibt's denn noch? Ruhe. Es würde halt auch gut... Ruhe würde gut passen, ne? Ein Überfluss an gelber Galle kann zur Ruhe führen. Eine Krankheit, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart. Vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Durch selten... kommt es Erbrechen hinzu. Die Kranken leiden zudem an schrecklichen Durst, Unterleibsschmerzen und Fieber. Das passt, ne? Die Seuche ist unter Menschen anstecken jedoch ungefährlich für Tiere. Okay, das passt nicht. Weil es sind alle Tiere irgendwie tot. Aber die Hälfte der Menschen lebt noch. Aber Ruhe würde an sich gut passen. Vielleicht ist es Ruhe gekoppelt mit etwas. Und es gibt hier Gift. Gift? Gas... Gift, Vergiftungen. Aber es ist ja dumm, ne? Jetzt, ne? Okay, Weiztanz, wie es damals gesagt wurde. Video gesperrt. Soll man so ja nicht sagen, ne? Obwohl, historischer Kontext, lassen wir das. Das ist sowas auch nicht. Aber das passt nicht, warte mal. Ruhe würde halt passen. Pest passt nicht. Also ein Teil. Was muss hier drin stehen? Diphtherie ist auch nicht. Was ist denn hier? Vergiftungen sind zwischen Menschen oder Tiere nicht übertragbar. Doch trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser, sind Menschen wie Tiere betroffen. Letztere meist schneller. Das würde zu den Pferden passen, ne? Weil die Pferde sind ja alle schon, ihr wisst schon, das waren, ja. Das würde passen. Vielleicht wurden ja die Pferde vergiftet und die anderen haben Ruhe bekommen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch Fieberanfälle, Delirium und Magenkrämpfe, welche mit Zuckungen, Durchfall und großem Durst einhergeht. Menschen durch Gas vergiftet, zeigt sich die Vergiftung oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Sowas hatten wir auch nicht. Also es kann sein, die Vergiftung, ob die jetzt irgendwelche gezuckt haben vor, naja, wohl, wenn er so starke Schmerzen hat oder so dolle Krämpfe, dann zuckt man halt. Würde auch irgendwie passen, ne? Aber es ist, bei Vergiftung kommt es ja drauf an, mit was man vergiftet wurde. Vergiftung könnte auch passen. Ist halt wie Ruhe, ne? Hört sich krass an. Aber Delirium, der eine auf jeden Fall mit dem Bruder. Mal gucken, was er... Vielleicht gibt es Kombisachen zur Auswahl. Muss er zu... Ja, ich habe das gelesen. Beraten wir uns. Ich glaube, ich hab's. Vielleicht können wir irgendwie... Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Okay, wir können nicht über bestimmte Sachen philosophieren. Gasvergiftung ist mit drin, ne? Also, Pest ist komisch. Ruhe? Wundere ich mich wegen den Tieren. Wasser könnte es sein, aber wieso vergiftet das Wasser? Die Tiere trinken doch nicht aus dem gleichen Wasser. Also, wegen die haben die beim Pferdestall einen Brunnen und alle bekommen das Wasser aus einem Brunnen?
Ich hätte jetzt eher gedacht, die trinken irgendwie aus einem Bächlein oder so. So wie bei unserer, bei dem Städtle, was wir aufbauen müssen, ne, wo auch gesagt wird, ach und Bach, wie praktisch, daraus kann man ja auch erstmal Wasser schöpfen. Ja, okay. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Na toll. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich glaube, ist doch etwas höchst unwahrscheinlich, dass jemand Wasser vergiftet. Na Bombe. Na dann. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Nee. Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Merhoyet, ich spreche das immer falsch aus. Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. Okay, stelle das Heilmittel her. Ja. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Lebe wohl. Ja, ich wollte dir nur mal sagen, weißt ja nicht, wie krank der ist. Ich hab den nicht gefunden. Er macht die Tür hinter dir zu. Ich hab den ja nicht gefunden oder ähnliches. Wer weiß, ob der noch lebt. So, ich hab das Rezept bekommen, ne? Oder auch nicht. Jetzt im. Aber ich habe kein. Guck im Buch. Muss ja dann. Die Sachen, wenn ich sie gelesen habe, tauchen ja auch hier drin auf. Ne? Und das geht weg. Ja, toll. Ach, Heilmittel für Merhoyet. Rezept für die Arznei, die kranken Dorfbewohnern von Merhoyet heilen soll. Okay, ich brauche Wasser. Gibt's Holz. Kohle? Ich habe noch nie Kohle irgendwo reingepackt. Baldrian, das habe ich so. Und Distel. Ich kann bei ihm kaufen gehen, ne? Ich gehe mal zu ihm und kaufe das, obwohl er ist gerade rausgerannt. Kriege ich den noch? Ansonsten, die hatten hier einen Kräutergarten. Wir erinnern uns? Na, shit. Schon weg, ne? Und es ist auch dunkel, den kriege ich nicht mehr. Weil der hat auch da immer rumgegammelt. Ich dachte, ich muss ein bisschen blöde jetzt. Ich schau mal im Garten nach. Was brauche ich? Distel. Ja. Irgendwie zwei oder so? Aber irgendwas brauche ich zweimal. Disteln sind lila, pink. Rosa, je nachdem. Perfekt. Augentrost? Nee, die Distel. Danke. Auch ein bisschen mehr. So. Ich noch ein bisschen was mitnehmen. Sicher, sicher. Nee. Ist aber auch ein bisschen schwierig. Holzkohle. Das müsste ich kaufen. Oder kann man sowas hier irgendwo mitnehmen? Weil hier ist nur Holz. Mal kurz waschen. Ich war wieder in einem Haus voller kranke Leute. Ich muss euch aber eilen, ich habe keine Zeit, Leute. Die sterben ja alle weg. Irgendwie, die sterben immer bei mir im Game, ne? Gemischtwarenhändler. Kann ich da nicht kurz einbrechen?
gab's doch. Also hier wäre noch ein Kräuterkundler, vielleicht kriege ich da noch was. Und es gibt hier keine Gemischwarenhändler? Händler, der doch hier. Das hat das, was ich meine, hat aber irgendwie ein anderes Zeichen gehabt. Okay, da könnte ich mal gucken. Ich könnte. Vielleicht gibt es aber auch was beim Schmied oder beim Waffenschmied. Ich glaube, hier oben gab es auch einen, ne? Gab es hier oben nicht auch einen? Ich war doch da mal. Ja, hier. Problem ist, der pennt schon. Kann man da klauen gehen? Ich geh mal schauen. Ich habe keine Zeit. Wenn ich jetzt warte, es ist jetzt erst nachts 22 Uhr. Ich muss locker warten bis um 9, bis sie wieder aufstehen. Da muss ich Sachen zubereiten. Da muss ich dahin reiten. Dann war. Also. Es ist ein bisschen schwierig hier. Zeitfaktormäßig das wieder zu machen. Und hier irgendwie. Da war der Fleischer. Ja, ist der Schmied. Also Holz hätte ich. Kann man aber auch nicht mitnehmen, ne? Ey, na hier. Es waren so viele Survival-Games in letzter Zeit. Okay, eigentlich nur eins. Erstmal klauen und mitnehmen. Aber hier gibt es ja auch keinen Typ. Der hat ja keinen richtigen Laden. Kann ich nicht da was rausnehmen? Ab für einen Freund. Das steht nicht still, ne? Ich da Kohle raus? Du hast ja. Wie viel brauche ich? Ich nehme einfach alles. Okay. Problem erledigt. Ich dachte, der hätte da noch so eine kleine Theke oder so eine Kiste, wie die. Es war ein Sack zum Freibedienen. Ne, aber so wie. Wenn man einbricht bei dem Händler, ne? Dass man da dann auch an die Sachen kommt, aber der hatte gar nicht so eine Auslage. Kann ich jetzt in der Nacht das schnell zubereiten und dann dahin reiten? Wir müssen hier echt noch ordentlicher werden. So, den Rest müsste ich jetzt alles gehabt haben, ne? Lesen. Stell dir mal vor, man müsste immer noch Wasser und Wein und sowas besorgen, je nachdem, was man machen muss. So. Ich brauche bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor. Ich finde einfach keinen Schlaf. Ich auch nicht. Ich auch nicht, ne? Ich muss hier mitten in der Nacht ein Tränkle brauen. So, hab ich. Gib die Disteln in den Kessel und lasse für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Oh Gott, das wird hier wieder lustig. Also zweimal Distel. Kochen, Dings. Baldrian. Einmal. Okay, ja. Und ein Sanddurchlauf. Kochen. Also beides kochen. Dann warten. Abkühlen. Und dann kommt Kohle hinzu. Ohne kochen. Ich muss nichts zerkleinern. Keinen Schlaf. Okay. Schon wieder. Verbrennen. So. Mach erstmal Licht. Ich muss nichts. Ich bin mal gespannt. So. Aqua. Ja, ich erhitze das alles. Man müsste ja auch mal eigentlich. Naja, kocht schon. Ne? Ist ja auch Wasser. Ich habe noch nie was mit Wasser gemacht. Bisher hatte ich irgendwie. Egal. Was war? Zweimal. Das vergessen. Zweimal Distel und dann Baldrian. Nein! Ich wollte die automatische Trankherstellung gar nicht. Ich bin verwirrt. Distel. Zweimal. Eins? Ich hätte das, glaube ich, erst auf den Teller packen sollen, wegen gleichzeitig reinschmeißen und so. Die Problematik. Also auch noch aufgehört zu kochen. So, zwei Durchläufe. Sanduhr.
für den zweiten. Das ist ja immer so ein Stress, das Alchemie-Ding. Also ich weiß nicht, wie genau das sein muss, ne? Aber irgendwie artet das ja immer bei mir einen Stress aus. Ich weiß gar nicht, kommt der Trank fehlgeschlagen? Ich hatte sowas hier in dem Game bisher noch nicht. Dass da irgendwie sowas war wie Trank fehlgeschlagen. So. Warten. Bis es aufhört zu brodeln. Reicht es noch was ab? Ja, okay, doch. Okay. Aber ich kann es. Nicht schlafen. Jetzt kocht es ja länger als eine Sanduhr. Verdöns. Okay. Kohle. Abgekühlt rein da. Muss ich den Kessel nicht einmal auswählen? Aber bei dem. Ach so, bei der Kohle. Vielleicht will ich die Kohle ja auch zermahlen. Und dann schmeißt er das da direkt rein. Und einmal hier rüber. Gott, hier nimm mal diese komplizierten Sachen hier. Heilmittel für Meroyet. Okay. Passt. Dann. Jetzt mal die Fackel wieder, sonst muss ich ein Bußgeld bezahlen. Vielleicht ein paar viel Distel. Egal. Was man hat, hat man. Oh, ich hab das. Ach, habe ich gerade gar nicht gecheckt. So. Wer war denn? Hallöchen, Steinmetz. Es geht. Ja, hochreiten. Dann habe ich. Tja, geht ja von der Strecke. Ich vielleicht Glück? Mal. Dann reite ich die Nacht durch und dann kriegen die morgen früh direkt das. Heilmittel, was unwahrscheinlich ist. Aber das andere trifft halt nicht zu. Ich hatte niemanden mit Flecken. Befrage Bruder Nikodemus. Okay. Achso, weil er schon da ist. Da lang. Das nicht das Haus, wo ich niedergeschlagen wurde? Wo ich mich geprügelt hatte? Frag für einen Freund. So. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Hey. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. So muss ich dann so viele machen? Ich glaub's ja. Ich hab's, ne? Deshalb habe ich gesagt, der Gefangene ist auch wichtig, weil der wird dir sonst vergessen. Und dann kriege ich hier nicht meine Infos. Törichte Hinterwäldler. Der Brigand muss überleben. Er ist ein Kronzeuge. Ich würde mich mit solchen Aussagen zurückhalten. Er hat den Leuten hier großen Schaden zugefügt. Ja, alles mir Gute. Auch. Mir auch. Ich habe auch jetzt hier schon. Ich wollte eigentlich ein Grundstück bauen. Ich ertrage das nicht länger. Nennen wir es Grundstück bauen. Okay. Dann, ein Haus war oben. Nehmen wir das doch mal. Fantastisch. Aber reicht es? Ich habe ja nur eine Flasche. Ich habe doch nur eine. Ampullen so direkt daraus ge. Bin verwirrt. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mehrere Flaschen herstellen muss. Ach ja, hier muss ich auch noch abgeben wieder. Du bist zurück. Ja. Natürlich. Versprochen ist versprochen. Ich hatte keine Zweifel. Ich weiß. Hast du das Testament übergeben? Warte so. Es liegt sicher bei Pater Fabian verwahrt. Gott sei Dank. Mutter Gottes. Keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold.
Gott segne dich. Würde mich nicht so viel freuen, aber es ist okay. Das erinnert mich an so andere Situationen, wo Leute dann einfach so umgefallen sind. Ich warne immer vor, ne? Ja, sie würden eventuell so oder so nicht den nächsten Tag erblicken. Aber ich wäre da eher vorsichtig. Hier war, glaube ich, noch und da hinten, ne? Ja. Zum Glück sind die Türen markiert. Ach so, nee, hier, der ist jetzt schon tot, aber sie ist jetzt auch krank, ne? Du bist zurück? Ja, und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Das ging aber schnell, dass es ihr dann auch schlechter geht. Ihr ging es ja recht gut, es war doch jetzt die Frau von dem... den ich beerdigt hatte. Okay, es ging recht weg. Und da hinten bei dem Gemischtwarenhändler. Unser Bruder. Wenn er aber gesund wird oder stirbt, eins von beiden, dann hatte ich mal einen Bruder. Bin ich wieder Einzelkind? Bruder, bist du es? Mhm. Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Mhm. Ist es. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. Das hat geklappt. Ich musste gar keine Geschichte erfinden, ne? Hier kann ich nicht reingehen. Okay. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Aber ich muss auch noch zu dem Gefangenen. Das heißt, ich muss zu dem... nennen wir es Vogt. Dimmi. Der sah gerade so aus. Der sieht so ähnlich aus. Der Dude, den ich suche. Das Haus. Da. Kann ich den wecken, bitte? Oh ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Warte mal, erstmal klären, was hier das Problem vielleicht ist, oder? Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Ja. Nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genügt's also nicht, dass der Junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Wir wollen nicht darüber reden. Dann ist es aber doch vielleicht ganz schlau, wenn sie das Wasser vergiftet haben. Aber eigentlich, Bruder Nikodemus hielt es eigentlich für sehr unwahrscheinlich, aber okay. Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß. Aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Ja, gut, was soll ich denn da jetzt sagen? Vertraut lieber nicht darauf. Komm nicht wieder in die Quere. Ja, keine Ahnung. Wichtig ist, dass ihr jetzt wieder auf die Beine kommt. Kümmere dich nun um... Wie heißt dein Weib eigentlich? Hanna. Kümmere dich gut um sie. Jetzt öffne den Schuppen. Schuppen? Alles Gute. Deshalb, ich habe mich schon gewundert, wo geht der hin? Der geht zum Schuppen, glaube ich. Ich habe mich schon gewundert, woher der Kerker sein soll. Hätte ich ja 10 Jahre suchen können. Die haben den in den Schuppen gesperrt, ne? Ob ich da auch nur reingekommen wäre, wenn ich die Sache hier geklärt hätte? Jetzt warten und sehen, was passiert. Warte, ob das Heilmittel wirkt. Gut, dann würde ich jetzt auch einfach schlafen gehen. Gibt es ja irgendwie sowas? Ein Pen? In der Scheune vielleicht? Da
wahrscheinlich hier. Und nicht bei dem, der haut mir wieder eine runter. Oder Nikodemus, wo schläft er? Ich halte das nicht mehr aus. Ich schau mal bei einem Haus, wo weniger gewalttätige Leute sind. Nein, ja nur. Ich zahle hier nichts, ne? Hier sind genug freie Betten jetzt. Hier bei... Ich habe vergessen, wie sie heißt. Sie ist alleine, sie muss gesund werden. Und dann geht es. Ach, hier. Kann ich direkt schlafen. Weil der andere ist ja schon weg. Passt doch. Nee, das... Ich schlafe lieber hier, aber ich gehe nicht in dieses komisch verseuchte Bettchen. Nee. Sicherheitshalber einfach mal nicht. Ja, schlafe ich denn jetzt? Zum Mittag, 9 Stunden. Dann schon was passiert ist. Mal gucken. Mal schauen. Irgendwie ist das mit dem Kabel hier schon wieder so ein bisschen komisch. Ich werde mich immer mal um mein Headset kümmern. Je nachdem, wie lange wir hier noch schlafen müssen. Sieh nach den Banditen. Nö, wir können schon nachschauen. Vielleicht kann er inzwischen schon wieder reden, ne? Zur Scheune. Einmal zur Scheune hin. Da hinten. Okay. Also ich habe vor, noch einmal kurz mit meinem Headset das machen. Das stört ja. Zurück unter den Lebenden. Ja. Wer bist du? Ach, kommt. Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig Kubilla. Als ob der was sagen würde. Verstehe. Jetzt. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Mhm. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rataja Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Ja, der hat jetzt viel zu tun. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Nein. Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Okay. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Warum? Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Das sagst du. Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Ja. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Mhm. Okay. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin?
Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Merhojet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Ja. Yeah. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Ja. Ah, jemi, jemi. Das muss ich dann alles wahrscheinlich dann wieder hier berichten, ne? Gott. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Wenn sie denn lesen können, ne? Mit Freuden. Akku ging leer. So. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meinhard. Das war alles. Mit den Teil an. Okay. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Wie verhört denn der Henker, wenn ich mal fragen darf? Ich bin mal hier, die Schweiz. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Schnelles Ende? Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursch. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Stimme verdammt nochmal nicht im Weg, Melicha! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Nicht schon wieder, ne? So muss ich jetzt mal Stress hier. Er kommt mit mir. Er ist Herrn Ratzigs Gefangener und nur er hat das Recht zu entscheiden, ob er leben darf oder nicht. Ey, scheiß auf dich und Herrn Drecksratzig. Der Scheißkerl hat meinen Jungen umgebracht und dafür mache ich ihn kalt. Dann musst du erst an mir vorbei. Oh Gott, jetzt muss ich wieder kämpfen. Hab da wieder so richtig gut hier. Ich hab mich da schon mal mit ihm geprügelt. Er hat angefangen. Mehr sicherheitshalber. Ich bringe ihn nach Hattai. Das habe ich zwar nicht gesagt, das stand da aber.
Bevor ich mich hier nochmal prügeln muss, ne? Sicher ist sicher. Es geht ja mal hier richtig fix. Es geht ja fixer als jeglicher. Das bewegt sich da unten gar nicht. Die Uhr hat sich gar nicht bewegt. So eine Schnellreise brauche ich auch. Erstatte Herr Ratzig beim Aussichtspunkt von Thalberg Bericht. Vom Aussichtspunkt von Thalberg Bericht. Achso, ja, weil es weitergeht. Aber er ist jetzt erstmal in dem Kerker drin. Okay, sehr gut. Oh je. Es geht noch weiter, würde ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt... Das ist ja eigentlich Hauptquest, ne? Mit der Fragen und Antworten. Also hier finde ich heraus, was mit Matthias geschehen ist. Da muss ich ja hier einfach nochmal zurück eigentlich in das Dorf. Warte, bis die Lage geklärt ist. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Lage geklärt ist. Übrigens, ne? Nur mal so nebenbei. Bin ich hier eigentlich? Ach, hier, okay. Deshalb würde ich jetzt einmal nochmal kurz zurückgehen. Fragen, ob die Lage geklärt ist. Vielleicht, ne? Und dieses Bericht erstatten. Weiß jetzt nicht, wie schnell ich das machen muss. Von hier aus kannst du nicht schnell reisen. Ich mache das doch öfter vom Marktplatz aus, oder nicht? Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ich mache das doch öfter vom Marktplatz. Dann reite ich halt vors Tor. Na, ich möchte es ganz gern erstmal hier mit der Seuche geklärt haben, ne? Jetzt habe ich nicht so eine krasse Schnellreise wie gerade eben. Das hat sich doch gerade eben da unten nicht bewegt gehabt. Vielleicht, weil das so eine Art Cutscene war, dass man ihn halt wegbringt. Da hätte mir jetzt noch so ein Überfall passieren müssen, ne? Das wäre mein Highlight gewesen. Jetzt passiert übrigens gar nichts. Oh Gott, was willst du? Schon wieder. Jetzt wurde ich schon wieder so aufgehalten. Stellen. F. Hey. Wo ist er denn? Da. Hä? Stellen? Schnell! Schnell! Kommt alle her! Aber was ist denn Stellen? Was ist denn Stellen? Hier! Hilfe! Hä? Ich verstehe das nicht mit dem Stellen gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat der jetzt schnell, was verbrochen? Schnell! Kommt alle her! Kommt rasch! Hier! Weil er wegrennt? Oder warum ist das in dem Moment? Ich verbock hier schon wieder irgendwas. Mein Gott! Petzt der oder petzt der nicht? Hat der was geklaut? Der hat nichts geklaut. Was ist denn, wenn ich den töte? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Das ist natürlich jetzt das Wichtigste. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Wir wollen... Wie die Lage hier ist, ist jetzt egal. Ich hab mich gerade gewundert. Weil ich wurde ja hier aufgehalten, als es mit der Pest war. Und ich weiß jetzt nicht, was mit dem los war. Aber bevor jetzt ihr gesagt wird, ich hau hier wieder Leute nieder. Upsi pupsi. Ah, ich glaube, den geht's auf jeden Fall noch nicht besser. Da muss ich kurz noch warten. Er läuft rum. Vielleicht kann ich ja schon mit denen sprechen. Nächste Mal der Dorfbewohner. Der hat aber sowas an wie der andere. Ach, hier. Ne, ich muss noch warten. Okay.
weiß nicht wie lang. Eine Weile. Es regnet auf jeden Fall nicht mehr. Ich will mit ihm sprechen, nur nicht, dass er dann gleich schläft. Deshalb wollte ich jetzt nicht total in die Nacht hinein das machen. Gleich kriege ich Stress, weil ich mir den einen Typen gestellt habe, obwohl man den nicht stellen sollte. Ich kann auch immer nicht. Ich bin noch immer krank. Aber dem Gefangenen ging es ja halt auf jeden Fall besser. Also denke ich auch mal, dass es denen jetzt auch besser gehen wird, ne? Oder auch nicht. Ich habe ja noch 90 Energie. Da können wir auch einfach sinnlos rumstehen und nichts machen. Jetzt bin ich irgendwann umkippen. Ah, reden. Gott sei mit dir. So, dann gucken wir mal. Wie sieht es aus, Melicha? Schön, dich zu sehen, Heinrich. Hm. Ich möchte dir abermals danken. Alle sind geheilt. Das ist ein Wunder. Schön. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Oha. Sag jetzt einfach hier. Nein, das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind hart. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass alles gut ausging. Ich auch. Ich auch. Alles Gute. Natürlich. Ne, die Zeiten, man denkt doch einfach mal da dran. Okay, dann bin ich ja durch. Es ist früh morgens, also ich könnte dann was Neuem anfangen. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht wegen der Hauptquest oder ob ich jetzt zum neuen Zuhause kann oder ob ich jetzt, ne, weil ich hatte mit dem Gefangenen ja gesprochen, ich musste nur kurzzeitig hier was lösen. Ob wir dann nächstes Mal beim DLC wieder landen oder nicht, mal gucken. Es war mir auf jeden Fall heute ein solchiges Blumenpflücken. Ciao.